Wenn ihr richtig viel Geld und Level haben wollt, um eure Garage mit nice Autos zu füllen, nice Immobilien zu kaufen, ohne dabei einen Bann zu riskieren mit einem Glitch, dann habe ich jetzt eine perfekte Seite für euch gefunden. Und zwar die Seite JobJobBoost. Sei eine heftige Seite. Ihr habt innerhalb von 24 Stunden eure Sachen und das ohne Zuzahlung. Also ihr kriegt den Money Boost innerhalb von 24 Stunden ohne extra was drauf zu zahlen. Außerdem ist er noch nice. Für PS4 und PS5 Spieler gibt es je nach Money Boost noch extra unten Cash drauf. Ist ja wirklich eine nice Sache. Und ihr könnt zwischen Money Boost und Unlock Alls auswählen. Also Unlock Alls könnt ihr da je nachdem, was ihr halt wollt, auswählen. Und Account Boost. Ich finde diese Preise echt heftig. Ja, könnt ihr auf jeden Fall gönnen. Wenn ihr sie kaufen wollt, einfach auf Buy Now. Könnt ihr euch dort ein Eierpaket auswählen? Müsst unbedingt die Zwei-Faktor-Zertifizierung ausschalten und 200k haben. Wenn ihr diese 200k allerdings nicht habt, ist das gar kein Problem. Für eine Aufzahlung von 2 Euro könnt ihr einfach das umgehen. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Money Glitch. Jo Leute, im Hintergrund seht ihr gerade, wie ich meinen neuen eigenen Money Job beitrete. Dieser Money Job ist wirklich krass, ihr bekommt einen Haufen Geld. Wenn ihr in diesen Job eingeladen werdet, ignoriert ihr einmal den Geldhaufen am Boden und müsst einmal auf diesen Fünfer hochsteigen. So, wenn ihr jetzt auf den Fünfer hochsteigt, geht ihr über den Fünfer in die Brücke eine und ihr werdet sehen, 10.000 geht da in einer Millisekunde, das geht unendlich lang so weiter, bis ihr den Job beendet oder abschließt. So, auf jeden Fall, wenn ihr in diesen Job eine wollt, müsst ihr dieses Video liken, meinen YouTube-Kanal abonnieren, kommentiert euren PSN, Social Club oder Xbox-Name so oft ihr könnt in die Kommentare und schon könnt ihr eingeladen werden, weil jeden Tag um 18 Uhr gehen Einladungen raus. Und ja, dann würde ich sagen, gönnt euch diesen Money Job auf jeden Fall, nehmt daran teil. Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Money Glitch auf meinem Kanal. Heute habe ich einen wirklich heftigen Money Glitch für euch, bei dem ihr einfach so 10 Millionen GTA-Dollar bekommt. Das heißt, ihr führt den Glitch einmal aus und habt dann danach direkt 10 Millionen GTA-Dollar. Das ist relativ easy, dieser Glitch. Und das Gute an diesem Glitch ist, ihr könnt den so oft machen, wie ihr wollt. Das heißt, wenn ihr jetzt einmal ausgeführt habt, könnt ihr danach, wenn ihr das Geld wieder ausgegeben habt oder wenn ihr einfach nur sparen wollt, keine Ahnung, wieder diesen Glitch ausführen. Ja, und als allererstes müsst ihr jetzt einmal ein beliebiges Straßenfahrzeug klauen. Holt euch da am besten irgendwas, das was man im Los Santos Customs tunen kann. Das heißt, kann es was zu, ja, weil es gibt ja manche Fahrzeuge, die man halt nicht tunen kann von der Straße. Also nehmt eins, mit dem man eine fahren kann. So wie das da. So, wenn ihr drinnen seid, holt ihr euch die Fernzündungsbombe. Die kostet irgendwie 7.000 oder so. Aber ihr kriegt jetzt 10 Millionen GTA-Dollar zurück, also lohnt sich das dann natürlich auch wieder. Sprengstoff, Fernzündbombe, ihr könnt dann die normale Zündbombe nehmen, glaube ich. Weiß nicht. Nehmen jetzt mal die Fernzündbombe. Danach werdet ihr aus dem Los Angeles Customs ausgeschmissen und könnt dann auch nicht mehr reinfahren. Also ihr könnt es jetzt probieren. Dieses Fahrzeug kann nicht mehr modifiziert werden. Wenn ihr es habt, dann habt ihr aber alles richtig gemacht. Oder nicht alles richtig gemacht, aber es ist immer so dann. Als nächstes müsst ihr zum Casino hinfahren. Weil beim Casino ist hinten eine Kamera mit Sicherheitsmann dort. Dort müsst ihr auf jeden Fall hin und euer Fahrzeug genau neben den Sicherheitsmann abstellen und dann weggehen. Also ihr müsst halt dann gut aufpassen, dass ihr wirklich den Sicherheitsmann nicht so halbert anfahrt, dass er dann wegläuft. Das heißt, mit ein bisschen Abstand hinfahren. Und ja, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Würde mich sehr freuen, vor allem weil ich glaube nur noch 200 Abonnenten auf die 10.000 Abonnenten brauche. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das voll machen könnt. Und lasst da gerne ein Like auf dieses Video da. Und ja, dann sehen wir uns direkt, sobald ich drüben bin, wieder.
So, wenn ihr jetzt beim Casino seid, müsst ihr jetzt einmal eigentlich da hinterher irgendwie. Und zwar fahrt ihr dann da vorne, da einfach vorbei. Müsst jetzt da langsam durchfahren und probieren, den Sicherheitsmann da nicht aufzuschrecken. Ja, also. Ja. So wie jetzt. Perfekt. Also wenn er noch da steht, dann habt ihr das der Wahl und könnt ihr so lassen. Und wenn er nicht mehr da steht, dann fahrt ihr einfach weg, fahrt da die Straßen entlang da auf. Und das reicht dann, wenn ihr da circa dann umdreht und dann fahrt ihr wieder zurück, dann sollte er wieder gespawnt sein. Jetzt fahrt ihr ziemlich, also fahrt langsam hinter, sodass ihr mit eurem Heck genau hinten und bei der Kamera seid. So. Als nächstes müsst ihr jetzt einmal da drüber. So. Und jetzt ruft ihr den Kontakt Fernzündbombe an. Oder Bombe, ja, Bombe zünden ruft sie an. So. Wenn ihr es habt, dann sollte die Kamera weg sein. Und das Sicherheitspersonal sollte weglaufen. Dann müsst ihr jetzt nach und müsst ihm aber mit. Ihr müsst ihn ohne Waffen erledigen. Lauft ihm einfach nach, schlagt ihm einmal. Dann sollte es eigentlich eh schon gewesen sein mit ihm, ja. So, wenn ihr es habt, geht es jetzt einmal zu eurem persönlichen Fahrzeug, falls ihr ein Store habt. Fahrzeuge, persönliches Fahrzeug anfordern. Ihr könnt es dabei probieren, wenn ihr einfach hinterlauft, ist sehen, dass ihr so die Polizei verliert oder ihr ruft schnell Lester an, wie euch halt lieber ist. So, wenn ihr es jetzt habt, geht es jetzt einfach wieder zu eurem Fahrzeug hin und jetzt kommen wir schon zum letzten Schritt. Und zwar müsst ihr jetzt einmal kurz in die Optionen eingeben. Online und dann Arbeit zu Optionen. Jetzt müsst ihr schauen, dass bei euch unter Spielersuche geschlossen ist. Stellt es auf jeden Fall auf geschlossen ein und geht es dann wieder außer. So, wenn ihr es habt, müsst ihr jetzt einmal ins Interaktionsmenü gehen, müsst zu Markierungen ausblenden, Jobs, alle Jobs und dann schaltet ihr Jobs ein und dann ist direkt am Casino-Parkplatz da ein Rennen, verfolgen, sichere Wette, so, und da drückt ihr jetzt einfach mal beitreten, so, wenn ihr beigetreten seid, probiert ihr das dann so schnell wie möglich wieder zu verlassen, weil sobald ihr das Ganze dann jetzt verlasst, müsst ihr dann nur noch einen kleinen Schritt machen, der bloß 5 Sekunden dauert und ihr bekommt direkt die 10 Millionen GTA-Dollar. Also, so. Jetzt müsst ihr natürlich wieder in euer Fahrzeug rein. So, wenn ihr jetzt in eurem Fahrzeug drinnen seid, geht es ins Interaktionsmenü, geht es zu Spieler hervorheben, hebt es euch selbst hervor und ihr kriegt 10 Millionen GTA-Dollar. Macht den Glitch auf jeden Fall noch und dann sehen wir uns morgen bei einem erneuten Money-Glitch wieder. Ciao!